Am Wochenende hat der Deutsche Scherenschnittverein im Stadtmuseum Tübingen getagt. Der Verein feierte am Freitag sein 20-jähriges Bestehen mit einem öffentlichen Kolloquium. Die dreitägige Veranstaltungsreihe mit öffentlichen Vorträgen und Workshops trägt das Motto »Scherenschnitt – ein internales Phänomen«. Referenten aus der ganzen Welt sind nach Tübingen gekommen, um über die Geschichte und Vielfalt des Scherenschnitts in den verschiedenen Ländern zu sprechen. In Tübingen ist vor allem die Filmpionierin Lotte Reiniger bekannt. Im Stadtmuseum Tübingen werden zwei Ausstellungen zu ihr gezeigt.